Ah, fuck. Dass sich alles gegen erst einmal begutachte, bevor ich dann beschließe, mit jemandem Sex zu genießen. Oh. Ich hab nix gegen Rudelbus, yippie, ja, aber das Rudel muss auf mich abgestimmt sein und nicht andersherum. Ich passe mich nicht an, sondern gebe die Befehle. Perverse Befehle. Denn gelbes warmes Wasser ist mein Fetisch, yippie, ja, ich liebe es, wenn du es regnen lässt. Aus deiner Pfütze oder direkt aus dem Schwanzen, mir ist das egal. Löcher knallen, bis sie franzen und der Inhaber der Löcher nicht mehr kann. Ob Mann oder Frau ist mir einerlei, denn ich bin die größte Sauerei auf dieser Welt, ja. Ah, so, Maximum Perverso. Es wird bizarre pervers, wenn ich zu dir komme und mit dir kombiniere Sex habe, denn ich mache dich zum Sexsklaven. Denn es gibt kein Wenn und Aber, willst du mit mir was unternehmen, ja, dann musst du krass abgehen. Denn 0815, Blümchensex ist nichts für mich, ich liebe es, wenn dir das gelbe warme Wasser auf der Fotze spritzt, ja, du abskirt, weil ich dich so horny gemacht habe und dich dann einmal penetriere bist. Die von jener aus deiner Fotze spricht und ich den Regen seh, ihn spüren kann ich es spüren, ja, dann werde ich zum Übermann und kriege dich 24 Stunden lang ununterbrochen. Das ist nicht gelogen, das ist längst schon bewiesen. 72 Stunden mit der Tonja war ich am Berg, ganz ohne Scherz. Dank Amphetamin, Ecstasy und Jelly war das gar kein Problem. Nur eine Woche lang konnte ich dann nicht pissen gehen. 72 Stunden lang habe ich gerammelt wie ein wilder Stier. Meine Kuppe, die war gut und ich sage dir, eine Woche lang konnte ich nicht pissen gehen. Aber die 72 Stunden, die vergesse ich nie. Das waren die schönsten 72 Stunden, ja, die ich jemals mit einer Frau verbracht habe.